Hallo und willkommen zurück bei Uncharted Drakes Schicksal, dem ersten Teil dieser wunderbaren Bald-Quadrologie. Und ja, nachdem es in der letzten Folge richtig actionreich hier abging, wir ein Rätsel in Anführungsstrichen gelöst haben, Antworten bekommen haben zu dem, was hier passiert ist und vor allem, was auch mit unseren Freunden aus dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, was mit den Spaniern passiert ist, was mit Francis Drake passiert ist. Also dieser Fluch von Eldorado, dieser Fluch des Schatzes ist wirklich unerbitterlich. Und ja, ich glaube, unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, hier lebend rauszukommen und dann schnellstmöglich diesen Ort zu verlassen. Natürlich ohne das Gold. Wo ist denn man jetzt? Elena? Nee. Wir sind auf der falschen Seite, oder? Die behalten wir mal. Da haben wir ein paar mehr Schuss. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, shit! Hören Sie mich da drin? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Wie schade. Nee, hau ab, bevor... Ah! Elena, lass sie in Ruhe, ihr Na warum, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast? Soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken fürs Finden von Eldorado. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fisher noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr werter Partner keine Dummheiten anstellen. Bis dann, Nate. War ein Vergnügen. Und er weiß nicht das, ja, was das wir Lachen wissen. Das wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Er weiß gar nicht, was er da entfesseln würde. Erledigt ihn! Oh nein, das klingt nicht gut. Und na super. Und die nächsten Gegner an der Backe. Direkt weiter ins Gefecht. Wo kommen die denn her? Er ist da drüben. Ah, da sind sie ja. Hier, nehmt das. Zack, einmal kurz die Waffe gewechselt und dann geht's weiter. Komm schon da raus, du brauchst dich gar nicht wegzuducken. Der lebt noch. Oh, 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 gar nicht gut. Schnell zurückziehen. Da unten war nämlich noch einer und der hat uns gut zugesetzt. So, den hätten wir erledigt. Kurze Munition nachladen. Was ist denn der andere? Da unten muss irgendwo einer sein. Da, oh, fuck. Wow, wow, wow. Lauf doch. Boah, das war wieder mal arschknapp. Hört ihr wohl auf mit dem Schießen auf mich? Verdammt. Oh, leck mich doch am Arsch. Gehen wir noch Granate, oder? Die können wir doch noch mitnehmen, wo wir gerade hier sind. Boah. Ja, wir kommen gerade hier nicht so wirklich raus aus den... Kellerloch. So, haben wir jetzt immer Ruhe hier, oder? Nein, natürlich nicht. Verreck doch! Ja, wir haben kaum noch Schuss auf der Waffe. Ich glaube, wir wechseln mal wieder auf die M4. Die werden wir wohl mehr bekommen jetzt, zu den anderen Waffen. Wow, das klingt gar nicht gut. Und da oben, ja, schieß doch auf den anderen Fido-Penner da oben. Genau, auf das da. Auf mich zielt er und auf das scheiß Vieh natürlich nicht, weil ja klar. Jetzt haben wir direkt zwei Gegner an der Backe. Es wird ja immer besser. Oh, verreck doch einfach da oben. Na, endlich.
Super, haben wir die ganze Munition an den Reihen verschwendet, ey, ey. Geile Aktion wieder mal. Oh nein. Wollte gerade sagen, ich habe doch was gehört. Und da kommt noch einer. Scheiße. Lad nach, lad nach. Oh fuck. Ich komm an. Boah. Okay. Habe ich da an der Wand festgehangen, verdammt. Klingt nicht gut. Scheiße. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Nein. Verlassen, ja. Ja, doch, du Dreckschi! Wollte eigentlich nur die Waffe wechseln. Toll, 15 Schuss. Kommen wir so bestimmt richtig weit mit. Müssen wir mal hier kurz ausweichen. Und dann hier. Gib ihm. Super, eine MP40. Die... Oh, ich hätte gedacht, die MP. Jetzt sind wir bei der MP. Die haben wir gerade mal. Boah, hoffentlich sind wir bald hier raus, ey. Das ist ja. Oh, komm, schieß gegeneinander. Schön machst du das. Ja, verschwende deine Munition. Spare ich mir meine. Und jetzt, stay down. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gehen wir hier erstmal in Deckung. Ich wechsle gerade mal eben ganz kurz zu der. Okay, unangenehm. Eins. Zwei. Und den Rest kriegen wir auch so platt. Falls wir nämlich hier noch ein Snipergewehr brauchen, können wir das immer noch holen. So, den hätten wir erledigt. Können wir eine Granate mitnehmen und dann geht's weiter. Puh, unangenehm. Ja, kommt so her, ihr Penner von Drecksviechern. Boah, wie wird denn das? Boah, ist das viel hier. Ja, jetzt schieß auf mich, du Idiot! Boah. Also, okay. Diese Affen da von dem... Ab jetzt ja, schießt doch auch noch auf mich, ey. Mitten im Kreuzfeuer hier in diesem Getümmel, ey. Das ist so geil. Ah, war ja klar, dass da wieder welche um die Ecke kommen. Ich wünschte, es gibt eine Möglichkeit, sich hier komplett irgendwie rauszuhalten. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Oh, fuck. Ja, wo willst du denn hin? Einmal nachgeladen. So, jetzt haben wir hier hoffentlich mal ein bisschen... Oh nein. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ja, brauchen wir halt die Sniper mal. Hier, nimm das! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Oh. Drake, keine gute Idee. Einmal kurz die Waffe gewechselt. So, den Helm haben wir beseitigt und... Dann auch den Rest. Jetzt holen wir uns mal ganz fix die Sniper. Hier oben irgendwo liegen müsste. Die andere Waffe ist gerade eh leer. Oh, ist das spannend gerade. Hochkonzentriert, so viele Feinde, die man hier beseitigen muss. Boah, scheiße daneben. Nein, 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 nicht gut. Puh. Treffer versenkt, Gott sei Dank. Das wäre beinahe schief gegangen. So, Munition. Wow, 5 Schuss. Ich bin begeistert. Damit kommen wir bestimmt weit. Hat hier noch einer von euch Munition mit dabei? Ja, yeah, der hat noch ein bisschen was. Super, für das Gewehr. Lalalala. Puh.
Cool, mit dem 5-Schuss haben wir noch einen Gegner erledigt. Ich bin begeistert. Und da haben wir die M4. Oh, ist wunderbar. Kommt genau pünktlich zum bestellten Termin. Oh, noch ein Snipergewehr. Ja, brauchen wir gerade nicht mehr. Ja, haut auch ab, du Drecksvieh. Will nicht kuscheln. Ich bin kein Kuscheldrake. Boah. Meine Fresse. War das ein schweres Unterfangen. Und jetzt sind wir hier mitten im Aufzug. Wenn ich das richtig sehe. Und kommen raus. Schnell zur Hilfe. Als... Sully, melde dich! Oh, Gott sei Dank, Mate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Oh, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Eins nach dem anderen hier, bitte. Unglaublich. Die Ereignisse überschlagen sich gerade förmlich. Und nun schauen wir, dass wir hier rauskommen. Wir werden bestimmt wieder auf Gegner treffen. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Sind wir wieder zurück im Kloster oder was? Na, dann gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. Oder ist das eher die Stadt hier? Das ist so... Ach, ich weiß, wo wir sind. Hier also. Okay, da haben wir nämlich den Weg haben wir nicht mal gefunden und wussten nicht so wirklich, was damit anzufangen. Aber gut, dann gehen wir mal. Was bin ich jetzt blöd? Da. Dadurch. Ihr kaltblütigen Mistkerle. Mädchen, habt ihr was zu spielen? Ah, du auch. Sehr schön. Ein bisschen aufgeräumt. Ja, gar nicht gut. Au, scheiße. Oh, fuck, Dreck. Beweg dich. Boah, scheißen Dreck. Boah. Mist. Au. Ist jetzt gut hier. So ein Penner. Einmal kurz nachgeladen. Ja, schieß noch ein paar Mal dagegen. Boostet ihn weg. Daneben. Na, endlich. Der hat Ruhe. Boah. Nein, gar nicht gut. Boah, das war knapp. Ich wäre beinahe schief gegangen. Bam. Headshot. Oben versteckt sich auch noch einer. In Ordnung. Verdammt. Hier bin ich. Jetzt haben wir noch die da oben jeweils drin. Die müssen wir irgendwie ausschalten. Ach, eine Sniper, die brauchen wir jetzt gerade. Da oben, dich habe ich gesehen. Au! Nein! Oh nein! Alter, leckt mich doch am Arsch, ihr Drecksviecher! Du bist tot! Nein, ihr seid tot, ihr wisst es nur noch. Hallo? Och, das kann heute nicht wahr sein. Da habe ich den gerade im Visier und dann haut der mich aus den Socken. Ich glaube, er hackt. Na, geile Aktion. Uah.
Ja, die Befürchtung habe ich langsam auch. So, den hätten wir. Boah, den haben wir auch. Und jetzt können wir uns so langsam... Ach, jetzt komm, ey. Boah, unangenehme Gegend hier. Na toll. Geh doch einfach weg. Ja, fress das! Na, ganz toll. Schnell wieder in Deckung gehen. Und hier noch ein paar Rückenschüsse. Okay. Bist du wohl auf mich zu schießen? Wir müssen sie stoppen, Sully. Die wissen nicht, was sie anrichten könnten. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit, wir müssen zu der Kirche. Und das schleunigst, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Erstmal die Munition einsacken, damit wir ja genug Feuerkraft haben. Nein, 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 nein. Das da, genau. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Müssen wir da hin? Ich glaube schon, das ist die Bibliothek, das müsste die Kirche sein da vorne. Oder? Vertue ich mich jetzt? Ich schau einfach mal. Ich klopf mal heimlich an. Hallo. Verdammt, sie sind überall! Bleib zurück, Sully! War ja klar. Oh, wir haben ein Präzisionsgewehr. Sehr gut. Bam! Einer weg. Boah, was war das denn? Zack, Nummer 2 weg. Scheiße daneben. Oh. Und. Boah. Unangenehm. Hinten ist einer, mich... Oh, was? Okay, jetzt haben wir noch 2 Schuss auf diesem Snipergewehr und wir haben da hinten... Oh. Noch einige von diesen mit ihren Zielsuchdingern. So, müssen wir mal kurz die Waffe wechseln. Die sind erstmal die gefährlichsten von allen. Die müssen wir irgendwie loswerden. Na los! Genauso wie bei denen da hinten. Boah, ist das unangenehm gerade. Boah. So, den hätten wir auch erledigt. So langsam... Lichten sich, glaube ich, die... Au. Sully? Passt du mal auf mich auf? Danke. Irgendwo dort oben war noch einer. Ich gucke, ob wir den irgendwie... erwischen können. Ganz da hinten, da wo wir uns... den Weg frei gemacht haben. So. Da haben wir noch eine Sniper gehabt. Also falls wir eine brauchen, wissen wir, wo eine ist. Schade, dass wir es jetzt erfahren. Was? Wer? Won? Wo? Oh Gott, noch mehr Gegner. Das sind ja echt überall die Gegner hier. Boah, schnell in Deckung gehen. Kurz mal die Waffe gewechselt. Scheiße, das ist gerade gar nicht gut. Schnell wieder in Deckung gehen, weiter hinten. Oh, geil. Genau die brauche ich jetzt. Bam. Ah, lass schon nach und bam. Wechsel doch die Waffe wieder.
willst du hin? Auch die Waffe leer. Na, komm schon. Jawohl. Boah. Oh nein. Oh, danke, Sully. Endlich mal eine gute Aktion von dir. Da sind sie doch. Boah, was, was, wer, wann, wo, was? Ah. Oh, und von hinten auch noch. Boah, ich glaube, er hackt langsam. Warte, was? Du bist tot. Jetzt! Dann also noch nicht. Du hast mir zwar gut zugesetzt, aber... Boah, Alter, leck mich doch am Arsch. Wo ist denn der Penner? Habe ich den erwischt? Na, ja, zumindest jetzt. Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Boah, das war heftig. Aber mal richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das hat's richtig in sich gehabt. Ich schaue jetzt gerade, ob ich hier... Nein. Ich wollte die Waffe nicht wechseln. Ich wollte eigentlich... Na egal, haben wir erstmal die. Ich weiß jetzt nicht, wo die andere hin ist. Hat sich in Luft aufgelöst. Ja, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Da haben wir eine Desert. Die Desert brauchen wir jetzt auch nicht. Hier ist eine M4. Ha, sehr schön. Ja, das sind wir wieder hier, wo wir das Rätsel gelöst hatten. Und dann müsste unter dem Altar, es war ja so klar, dass unter dem Altar irgendetwas ist. Und das Türchen ist wieder zu. Nun gut, meine Freunde, ich würde sagen... Das, was als nächstes kommt, das erfahren wir erst in der nächsten Folge hier von Uncharted Drakes Schicksal. Was eine wilde Folge, das wird ja immer schlimmer jetzt. Puh. Und ja, ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und dann hoffe ich mal, dass wir wieder auf die gute Elena treffen und dass wir den Irren da aufhalten können, bevor er eine Dummheit begeht. Nicht, dass dieser Fluch diese Insel verlässt. Also, bis zum nächsten Mal, euer Bussard.